Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir haben so ein kleines Q&A geplant. Wollen wir einfach mal ein paar Fragen zu unserem Job beantworten, die uns in letzter Zeit einfach sehr, sehr häufig gestellt wurden. Wie verdienen wir eigentlich unser Geld und viele weitere Fragen, die ihr uns über Instagram gestellt habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und hoffe, dass wir euch die Fragen, die ihr uns gestellt habt, beantworten können. Verdient ihr überhaupt euer Geld? Ja, wir verdienen unser Geld mit Werbekooperationen. Zum Beispiel müsst ihr euch das vorstellen, eine Firma X möchte, dass wir ihr Produkt bewerben. Die gehen auf Instagram und schauen, okay, welcher Influencer oder welche Person passt gut zu unserem Profil, männlich, weiblich, Alter, Follower. Okay, da gibt es ganz viele Anforderungspunkte, die dann sich aussuchen. Und wenn wir zu dem Profil passen, schreiben die uns an und sagen, hast du Lust vielleicht, die unser Produkt zu bewerben für den und den Preis per Instagram-Story, per Instagram-Post. Es gibt aber auch Kooperationen, die über YouTube laufen. Hatten wir auch schon mal gemacht, aber machen wir persönlich eigentlich sehr, sehr selten. Aber so verdienen wir eigentlich im Endeffekt unser Geld. Bekommt ihr Provision pro Rabattcode, der über euch eingelöst wird? Also wir bekommen keine Provision für Rabattcodes, die eingelöst werden. Das ist auch ein Irrtum, was sehr oft Leute denken, dass man umso mehr Produkte man quasi verkauft, umso mehr Geld verdient. Das ist aber falsch. Also man vereinbart mit den Kooperationspartnern eine Summe X. Und diese Summe X steht fest. Es ist egal, ob man im Endeffekt dann 5 Produkte verkauft oder 50. Man bekommt immer das, was man vereinbart hat und man arbeitet nicht auf Provision. Ich finde es auch ganz wichtig, das zu erwähnen, weil ich glaube, viele denken irgendwie, umso mehr gekauft wird, umso mehr Kohle verdient man. Aber das ist absolut falsch und stimmt nicht. Also wir arbeiten nicht auf Provision, sondern mit einem festen Betrag, den man vorher dann aushandelt. Wie viel Geld verdient ihr mit Bildern, die ihr auf Instagram hochlädt, TikTok oder YouTube? Diese Frage finde ich persönlich sehr, sehr gut, denn ich finde, das muss auf jeden Fall mal klargestellt werden, weil ich glaube, es ist so eine Illusion, die viele haben. Die denken, für jede Sequenz, egal ob das jetzt eine Sequenz von uns ist oder eine Sequenz, wo ein Produkt dabei ist oder vielleicht auch eine Sequenz, wo wir einen Pullover zeigen, den wir cool finden oder halt einfach ein Bild irgendwo, also für jedes Bild oder für jede Sequenz werden wir bezahlt, denken viele, aber so ist es nicht, denn wir werden halt natürlich auch nur bezahlt für etwas, wo wir vorher eine Kooperation eingegangen sind, sprich zum Beispiel ein Pullover von Firma X. Wenn wir damit ein Foto hochladen, bezahlte Werbung, das als Anzeige markieren, kriegen wir natürlich Geld dafür, aber wir kriegen nicht für jedes Bild, was wir in der Freizeit posten oder für jede Sequenz, die wir am Tag posten, Geld. Dafür gibt es einfach gar nichts und das machen wir eigentlich nur für uns, beziehungsweise in dem Fall dann auch für euch. Zum Beispiel jetzt auch YouTube oder TikTok ist es bei uns so, mit YouTube verdienen wir so gut wie gar nichts. Das nimmt einfach enorm viel Zeit in Anspruch, dieses YouTube-Thema, aber bei uns, in unserem Fall, verdienen wir eigentlich fast gar nichts damit. Wir geben sogar für unsere Kurzfilme oder auch für So lebt Deutschland Geld aus und machen in dem Fall sogar Minus. Ich glaube, alle denken immer, wenn wir einen Kurzfilm hochladen oder So lebt Deutschland hochladen oder auch ein ganz normales YouTube-Video, dass wir danach Tausende von Euro verdienen und wir jedes Mal eine Sequenz reinposten, swipe up und schaut euch unser Video an. So von wegen, so macht es mal, weil umso mehr Klicks wir haben, umso mehr Geld bekommen wir. Aber mit den Klicks, die wir jetzt gerade generieren, und mit den Followern, die wir auch auf YouTube haben, verdienen wir keinen einzigen Cent. Ich will jetzt nicht auch untertreiben, natürlich ist es nicht 0 Euro, 0 Cent, aber ich kann euch sagen, das war im letzten Monat, wie viel waren das jetzt? 50 Euro. TikTok zum Beispiel bei Jenny einfach gar nichts, bekommt kein Geld und investiert wöchentlich bestimmt auch 8, 9 Stunden. Wir machen das ja auch, weil wir es wollen. Wir möchten auch eines Tages irgendwie ans Ziel kommen, zu dem, wo wir hinwollen. Und man sagt ja auch immer, der Weg ist das Ziel, aber ich möchte an der Stelle klarstellen, dass wir kein Geld mit TikTok verdienen und im Großen und Ganzen auch kein Geld mit YouTube und im Falle des Falls sogar Minus machen. Habt ihr feste Arbeitszeiten? Also feste Arbeitszeiten im Sinne von, man geht um 8 Uhr aus dem Haus und kommt um 17 Uhr nach Hause, hat man jetzt nicht. Aber es passiert halt immer sehr, sehr viel hinter der Kamera. Ihr seht halt einfach dann diese 15 Sekunden, 4-5 Sequenzen, die man dann postet letzten Endes. Aber das ist natürlich nicht so, dass man irgendwie am Tag 5 Minuten arbeitet, sondern eigentlich dreht sich schon der ganze Tag um die Arbeit. Also ich stelle mir quasi jeden Tag um 8 Uhr den Wecker. Das ist einfach für mich auch extrem wichtig, einfach um drin zu sein in dem Tag. Es ist halt einfach auch so, dass man, wenn man halt selbstständig ist, weil wir sind ja selbstständig, also man ist auch selbstständig angemeldet, kommt man ganz schnell in Versuchung irgendwie so in den Tag hineinzuleben. Und das ist einfach tödlich. Wenn das passiert, wenn du in den Tag reinlebst,
kriegst du einfach nichts mehr gebacken und du bekommst nichts mehr auf die Reihe. Um dem vorzubeugen, stehe ich quasi jeden Tag um 8 Uhr auf. Das erste, was ich immer mache, ist Kontakt mit meinem Management aufzunehmen, auf verschiedenste Arten, also entweder telefonieren oder Memos schicken etc. pp. Und dann geht man die Tagesplanung zusammen durch, also was steht heute an, was muss man vorbereiten, was muss man machen. Es ist ja nicht nur so, dass man nur Werbung macht, sondern man muss ja auch irgendwo Bilder produzieren, also Content liefern, ja. Das ist auch so ein Ding, da muss man immer schauen, okay, was für eine Location eignet sich für ein gutes Bild. YouTube-Videos, die werden ja auch produziert, da geht auch meistens ein halber Tag mindestens drauf dafür, weil wir haben ja auch noch ein Kind, das darf man nicht vergessen. Also schon eigentlich ein Fullzeitjob, weil wenn du halt dann gerade nichts vor Instagram, vor der Kamera machst du halt Steuern, ne? Das ist auch so ein Ding. Man muss sich natürlich auch komplett um seine Steuern kümmern. Das ist auch so ein Punkt, der verwaltet werden muss und den kann man auf gar keinen Fall umgehen, weil sonst ist man nämlich schneller in Schwierigkeiten, als man gucken kann. Habt ihr beiden den gleichen Manager oder jeder einen? Jenny und ich haben auf jeden Fall den gleichen Manager, weil es anders einfach Quatsch wäre, weil sonst, es gibt oft Anfragen, wo die Unternehmen dann möchten, dass wir beide das bewerben oder eine Partnersequenz, man einfach das besser vereinen kann, wenn man den gleichen Manager hat und vielleicht auch mal, wenn Jenny eine Anfrage bekommt, dass man da mich mit reinbringt oder wenn ich eine Anfrage bekomme, dass man Jenny mit reinbringt. Man hat einfach mehr Möglichkeiten, wenn man zusammen den gleichen Manager hat und deswegen haben Jenny und ich uns auch dazu entschieden, das gleiche Management zu haben. Mehr gibt es, glaube ich, dazu gar nicht zu sagen. Die nächste Frage finde ich persönlich auch sehr interessant. Unregelmäßiges Einkommen, Fragezeichen, Druck, Fragezeichen. Wie geht ihr psychisch damit um? Ja, es ist auf jeden Fall schon so, dass es ist ein unregelmäßiges Einkommen, das ist natürlich richtig. Man weiß quasi nie, was hält der nächste Monat für einen bereit. Man hat feste Kooperationspartner, mit denen arbeitet man dann auch ein halbes Jahr mal zusammen oder auch ein Jahr. Das kommt ganz auf die Firma an und auch auf das, was man auch möchte, was man selber auch von dem Produkt hält im Laufe der Zeit. Es ist halt schon so, dass man auch Rücklagen einfach bilden muss. Das muss man auch ganz klar sagen, weil es gibt halt einfach Zeiten, wo man halt keine Kooperation hat, weil man entweder keine Werbepartner hat oder weil man halt auch einfach keine Werbung machen möchte, ja, wo man sich vielleicht einfach nicht so gut fühlt, ja, weil man muss ja auch mal denken, wir werden ja auch mal krank oder es passiert irgendwas, was einen einfach drunter zieht und dann muss man für solche Momente halt auch gewappnet sein, weil da kannst du nicht zum Arzt gehen, dir eine Krankschreibung holen und sagen, hier, guck mal, ich bin krankgeschrieben, sondern du musst halt trotzdem weiter funktionieren irgendwo. Und natürlich bringt das auch psychischen Druck mit sich, das ist ganz klar. Also es ist schon so, dass man manchmal auch vielleicht nächtelang wach liegt und sich Gedanken macht oder auch Sachen hinterfragt und sich überlegt, hätte ich das vielleicht auch besser machen können? Habe ich das gut rübergebracht? Was mache ich morgen? Was mache ich übermorgen und so weiter? Wie setze ich die Werbung am besten um? Also natürlich hat man einen psychischen Druck. Ja, das kann man halt nicht vermeiden. Das ist aber so eine Sache, mit der lernt man einfach umzugehen im Laufe der Zeit und man versucht einfach, diesen Druck immer standzuhalten, sag ich mal. Manchmal gibt es da natürlich auch Zeiten, wo man einfach das Gefühl hat, es wächst einem alles über Kopf. Ja, also es macht uns auch Spaß, es zu machen, sonst würden wir das auf gar keinen Fall tun. Aber trotzdem möchte ich auch nicht verschweigen, dass es auch Zeiten gibt, wo es einfach scheiße ist, ne? Wo man sich halt Gedanken macht, wo man auch Sorgen hat, wie man nächste Zeit weiterkommt, ja, weil wenn man halt selbstständig ist, ist man halt selbst und ständig und das ist auch in diesem Beruf so. Wenn du halt nichts machst, dann verdienst du halt auch kein Geld und insofern bist du halt selbst für dich verantwortlich. Entweder du machst halt was und verdienst dein Geld oder du machst halt nichts und hockst voll zu Hause rum, dann verdienst du halt gar nichts. Wie viel verdienst du monatlich? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die, glaube ich, 90% der Leute wissen wollen. Man sagt ja immer, über Geld spricht man nicht, aber ich bin jetzt einfach mal so offen und ehrlich und sage euch zumindest, wie es bei mir aussieht. Ich habe im letzten Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld verdient und hatte Monate, in denen ich wirklich über 10, 15, 20.000 Euro im Monat verdient habe. Und ich habe lange überlegt, ob ich diese Frage überhaupt beantworten möchte, aber vielleicht werde ich auch noch mal ein einzelnes Video dazu machen. Ich weiß es nicht. Über Jenny spreche ich gar nicht, Leute, wirklich null. Es geht hier einzig und allein um mich. Dass ich einfach gerade in einer Zeit lebe, in der es finanziell mir nicht so gut läuft, dass es, also ich lebe momentan von Jennys Geld zum größten Teil und das ist natürlich einfach auch sehr schwer für mich, dass es einfach auch sehr dankbar bin, dass Jenny da so offen ist und mich da auch unterstützt. Klar, es gibt immer schwierige Zeiten im Leben und es gibt auch immer schwierige Zeiten in allen anderen Berufen. Ich will jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken oder so, aber das ist immer eine Frage, die gestellt wurde und ich kann die euch offen und ehrlich beantworten, dass es Zeiten gab, in denen es wirklich so krass lief, dass ich selber irgendwie dachte so, ey,
was habe ich eigentlich richtig gemacht, was geht denn hier ab so, und da habe ich deutlich, deutlich weniger gearbeitet und deutlich weniger mir Mühe gegeben, als ich es zum Beispiel jetzt mache. Ich mache zurzeit, oder ich bin zurzeit wirklich sehr aktiv und bin auch kreativ und versuche echt viel zu machen, aber man kriegt irgendwie momentan nichts dafür wieder, ich bin ganz ehrlich zu euch, und das tut weh irgendwie, und das nervt auch enorm, weil man sieht, dass es bei anderen läuft und man sich so denkt, so, aber was macht der eigentlich, wofür kriegt der diese Klicks, wofür kriegt der dieses Geld? Für so, ich finde, dass ich mir wirklich sehr viel Mühe gebe und viel mehr mache und viel mehr arbeite, als ich es im letzten Jahr getan habe, und das Zehnfache oder das Fünffache weniger Geld verdiene. So. Und so kann es halt in diesem Beruf auch laufen. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern meinen neuen YouTube-Kanal online gebracht und ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich nicht mal 1000 Aufrufe auf dieses Video. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich check's nicht. Ich weiß nicht, was passiert gerade, und bin da auch ein bisschen sprachlos. Und hoffe einfach, dass diese Zeit bald vorbei ist, und hoffe, dass da wieder bessere Zeiten kommen. Ich weiß nicht, ihr merkt vielleicht selber, dass man so ein bisschen sprachlos ist, weil ich bin auch enttäuscht darüber, dass es so ist, aber ich finde halt keine Erklärung. In anderen Berufen, da weiß man so irgendwie, okay, ich habe jetzt weniger gearbeitet und kriege jetzt weniger Provision, ich habe 10 Autos weniger verkauft und deswegen verdiene ich halt auch 5000 Euro weniger, aber in meinem Fall ist es einfach nicht so. Ich mache deutlich mehr Stories am Tag, ich nehme euch deutlich mehr mit in mein Leben. Ich mache YouTube-Videos, ich hab eigene Kurzfilme gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, ey Leute, schaut auf mich, ich bin so cool und mache so viel, so, darum geht's gar nicht. Aber ich will euch einfach mal sagen, dass ich deutlich mehr arbeite als im letzten Jahr und ich deutlich weniger verdiene. So, und so kann es halt auch laufen, und das ist halt auch der Nachteil an dem Beruf Influencer. Aber es bringt alles nichts, man muss einfach weitermachen. Es gibt schlechte Zeiten im Leben und es gibt gute Zeiten im Leben. Ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht so viele schlechte Zeiten durchlebt. Vielleicht ist es jetzt meine erste wirklich richtig schlechte Phase in meinem Leben. Bin da aber sehr dankbar, dass Jenny da an meiner Seite ist, und Gott sei Dank genug Geld verdient, um mal so ein bisschen die Frage für Jenny zu beantworten. Gott sei Dank genug Geld verdient, um uns beide durchzubringen und auch um Milan durchzubringen. Und ja... Jenny klopft gerade auf Holz, und ich hoffe, dass eines Tages diese Scheißzeit, einfach auf gut Deutsch gesagt, glaube ich, kann man so sagen, einfach vorbei ist. Und ich werde kämpfen, ich mache weiter, und ich hoffe einfach, dass man eines Tages für die Arbeit, die man tätigt, und für das, was man macht, belohnt wird. Wenn nicht, dann ist es halt auch so. Und wenn es so ist, dann bin ich glücklich und werde euch auch in einem Video dann sagen, wie viel ich dann zu diesem Zeitpunkt verdiene. Das kann ich euch versprechen. So, abschließend möchte ich jetzt einfach noch ein paar Worte an euch richten. Das habe ich auch schon bei Instagram gemacht, aber es ist mir auch einfach wichtig, es auch hier nochmal zu machen. Also an erster Stelle möchte ich euch einfach von Herzen Danke sagen. Ohne euch wären wir oder auch ich niemals so weit gekommen. Und ich würde niemals hier sitzen und überhaupt zu so vielen Leuten sprechen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Jeden Tag aufs Neue. Ihr gehört zu mir dazu. Ihr seid wie meine Freunde. Wir sind zwar Fremde, aber trotzdem sind wir irgendwie so nah. Ihr habt so viel mit uns miterlebt und auch mit mir miterlebt und auch mit unserem Sohn miterlebt. Und das ist einfach unbeschreiblich, das überhaupt in Worte zu fassen. Ich möchte an erster Stelle einfach nur Danke sagen. Und als nächstes ist es mir auch noch wichtig zu erwähnen, ich will, dass ihr wisst, dass jedes Produkt, das ich euch auf meinem Instagram-Channel zeige, getestet wird von mir. Jedes einzelne Produkt. Ich arbeite auch sehr, sehr eng mit unserem Management zusammen, der mit mir zusammen Anfragen filtert. Ich nehme keine Kooperation an, weil es viel Geld gibt oder so, sondern weil die Produkte geil sind. Wenn man 10.000 Euro anbietet und die Produkte sind scheiße, dann mache ich diese Kooperation nicht. Auf gar keinen Fall. Ich möchte euch nichts Schlechtes. Niemals im Leben. Wenn ich nachts schlafen gehe, will ich mit einem ruhigen Gewissen einschlafen können. Und das kann ich nur, wenn ich ehrlich zu euch bin und euch auch einfach wirklich das über die Produkte erzähle, was auch wirklich stimmt. Es ist mir einfach sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen, weil ich manchmal einfach Sorge habe, dass ihr das nicht so seht, und deswegen will ich es einfach auch aussprechen. Und das andere Thema ist, passiert auch manchmal, dass ich mal eine Tagescreme zeige und am nächsten Tag zeige ich dann vielleicht eine Tagescreme von einer anderen Firma, was aber nicht bedeutet, dass die Tagescreme, die ich gestern gezeigt habe, schlecht ist. Es bedeutet einfach, dass ich mich ausprobiere, dass ich immer wieder auch was Neues austeste
Und beide Produkte sind gleich gut. Das heißt nicht, dass ein Produkt schlechter ist oder besser ist oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so, dass ich gerne einfach neue Sachen ausprobiere. Und ich glaube, genau deswegen bin ich auch in diesem Job, weil ich einfach immer wieder gerne was Neues ausprobiere. Es gibt, glaube ich, niemanden, der immer nur dasselbe Haarshampoo kauft. Irgendwann probiert man auch mal was Neues. Wenn ein Kunde mir 50.000 auch anbietet, nicht nur 10.000, auch 50.000, dann werde ich es euch nicht zeigen. Ich habe davon nichts, wenn meine Community abgefuckt ist auf mich, weil ich ein schlechtes Produkt zeige. Das steht in gar keiner Relation für mich. Das hat gar keinen Wert. Und ich möchte einfach, dass ihr wisst, es lohnt sich immer für seine Ziele und für seine Träume zu kämpfen. Es lohnt sich immer auch an sich selbst zu glauben. Egal, was dir jemand anders sagt. Nur das, was du willst, zählt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und euch haben, ja, dass euch einfach die Fragen auch gepasst haben, so dass ihr jetzt ein bisschen schlauer seid. Ja, wünsche euch einfach noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.